Pipi braucht ihr auf der Trainingsfläche nicht. So, liebe Mitglieder, endlich ist es soweit. Dienstag sind wir wieder für euch da, haben wieder für euch offen. Wir haben geschuftet wie die Böden für euch, damit es ja noch schöner ist, als es vorher schon war. Wir haben Auflagen bekommen. Ich erkläre euch gleich, was genau die beinhalten. Wir haben versucht, die bestmöglich für euch umzusetzen, damit ihr keine Nachteile im Training habt. Auch unseren Milan-Zirkel haben wir für euch vorbereitet. Neu ist 2 Geräte Abstand, das heißt, ihr fangt hier an zu trainieren. Wenn er nicht trainieren, der hier am Bein stecker ist. Die Pausenzeit haben wir für euch auch verändert. 1 Minute Pause, damit ihr die Geräte desinfizieren könnt. Die Cardiozeiten haben sich auf 2 Minuten reduziert und bitte haltet euch an die Umdrehungszahl, die wir euch aufgeschrieben haben. Hier im Five-Bereich maximal 2 Personen, 1,5 Meter Abstand, 10 Minuten Training. Auch unser Lady-Bereich ist für euch geöffnet. Unseren Gerätebereich haben wir so positioniert, dass ihr wie gewohnt mit dem nötigen Sicherheitsabstand daran trainieren könnt. Achtet im Cardio-Bereich darauf, dass euer Puls maximal 130 beträgt und ihr so lange trainiert, wie ihr noch gut durch die Nase ein- und ausatmen könnt. Unser Kursraum ist geöffnet für euch. Zumba, Strong by Zumba und Indoor Cycling finden nicht statt. Alle anderen Kurse mussten wir auf 45 Minuten reduzieren. Diese finden aber zur gewohnten Uhrzeit statt. Hier in den Umkleiden besteht Maskenpflicht. Bitte kommt ungezogen ins Training. Benutzt die Spindel nur, um eure Wertsachen einzuschließen. Nach Benutzung der Spindel bitte die Desinfektionsstation benutzen. Sauna und Duschen sind leider geschlossen, aber die Toiletten dürft ihr benutzen. In unseren beiden Freihandelbereichen gilt das gleiche wie im Rest des Studios. Bitte Geräte nach Nutzung desinfizieren, auch die Kurzhanteln. Die Hickse in den Freihandelbereichen bedeuten, dass ihr dort stehen könnt oder eine Bank hinschieben könnt. In diesem Bereich dürfen nur 7 Personen gleichzeitig trainieren. Achtet hier besonders auf die 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Unsere Bauchkurse finden wie gewohnt statt. Hier könnt ihr wie gewohnt eure Getränke zapfen. Bitte nach der Nutzung desinfizieren. Ich freue mich richtig auf Dienstag, euch alle wiederzusehen.